Hallo zusammen und schön, dass ihr da. Ah, ich mach hier, aber ihr seht das gar nicht, weil. Ich bin. Naja, gut, muss ich so machen. Hallo alle zusammen. Nein, so. Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Rome 2 Total War mit den Geth. In der letzten Folge haben wir zusammen Soloka angegriffen. Wir wollen jetzt nach Tanais, Syrakena und auch nach Fangoria. Phanagoria, sorry. Und in der letzten Folge sind wir stehen geblieben, dass wir alles gemacht haben, was in der Runde fällig ist. Nur eine Sache nicht. Und das ist jetzt der eigentliche Kampf hier gegen die KI. Denn andernfalls würde er uns von hinten angreifen. Wir hätten ein Problem, weil er mit zwei Armeen kommen würde. Deswegen gehen wir jetzt in die Offensive rüber. Und wir sehen, wie hardcore wir dominant sind gerade. Wird ein geiles Battle. Wird ein geiles Battle. Sage ich euch. Direkt an der Küste. Oder in der Nähe eines Flusses. Ich weiß gar nicht. Hier oben dieses Blaue da halt. Naja. Mal gucken, ob ich mit meiner Kavallerie-Armee die Verstärkung abknipsen kann. Bevor es überhaupt losgeht. Ach du Chef, was ist das für eine Karte? Wo muss die Stadt sein? Ich habe keinen Blassen, wo sie kommt. Also hier kommt unsere Armee. Das heißt, hier irgendwo werden die wahrscheinlich kommen. Ich werde die mal auf die einzauen. Ich möchte die jetzt nämlich gar nicht benutzen. Wir machen erstmal den Support platt. Wenn wir das erledigt haben, dann jetzt weiter. Haben sie eigentlich alle schweren Schuss hier? Ja, haben sie. Geil. Das ist ultra geil, wenn wir jetzt gegen die ganze Info antreten wollen. Kommt er raus? Ja, kommt da. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Auch vor uns hier, da haben es. Tatsache, wenn wir euch mal nach hier drüben schicken. Euch brauche ich jetzt aber hier. Mit euch werden wir jetzt schön viel kiten müssen. Da ist jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Dass wir uns halt nicht catchen lassen. Mit all diesen Massen an Fernkämpfern hier. Und Kaff vor all dem. Wobei, ich sollte die eins doch lieber in der Nähe behalten. Ich meine, es sind vier Kavalleristen hier. Das ist gefährlich. So, jetzt muss ich nur mal schießen hier. Wäre es schön. Ja, jetzt gibt es Feuer. Einer ist schon tot, super. Und einmal hier bitte lang. So, den schnappen wir uns jetzt hier. Diesen Schocktruppler. So. Oh, fuck! Oh, das war knapp, würde ich sagen. Hätte auch schief gehen können. So. Ja, wir leiden doch. Es ist halt die Übersicht, die jetzt gerade flöten geht. Bisschen. Und da kommt ein Angriff. Nein, ich hab verpennt. Shit, gleich doppelt. So, geht mal hier mit rüber, bitte. Ah, fuck, Alter. Ein Trupp wird down gehen. Ein Trupp wird sowas von down gehen. Sag ich euch. Machen wir normalen Beschuss. Ein bisschen mehr Reichweite ist jetzt wichtiger. Fuck, der wird auch down gehen hier. So, wo habe ich denn hier noch welche eigentlich? Da habe ich welche, da habe ich welche. Super. Shit, der wird auch gleich down gehen. Oh, fuck. Das ist wieder ziemlich close. Los, reite weiter. Rauf hier mit dir. Mit dir weg. Werd jetzt eine Gruppe. Lol. Ja, weil die alle tot sind, haben wir halt ein Problem weniger. Deswegen ist es wichtig, die auszuschalten. Er bewegt sich hier auf uns zu, das ist gut.
weil er nicht bei der Infanterie sein wird. Die 3 ist hier, super. Und was ist das andere? Was seid ihr? Ihr seid die 4. Dann gehen wir hier rauf, bitte. So, die werden auch gleich alle verrecken. Wohin gehen die lang? Die gehen doch da drüber. Die haben verdammt viel Kaff da drin. Jo, der ist gleich down. Der auch. Ja, das haben wir gleich. Die sind weg. Ups. Gegen Speere kämpfen ist keine so gute Idee. Zumindest im Nahkampf. Alter. Das ist ein bisschen OP, Alter. Naja. Was haben wir denn hier? Stammeskrieger. Die werden schnell down gehen, wenn wir sie chargen. Hier auch wahrscheinlich, oder? Ja. Die sind auch gleich down. Alter. Ja, killt ihr doch einfach alle hier. Nice. Ja, nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das viele. Ja, der Support ist gleich down. Was haben wir denn hier? Ganz viel Bürgerkaff. Raus hier mit euch. Euch bräuchten wir jetzt hier. Alle einmal hier mit rüber, bitte. So, wir haben hier aber noch ein paar Truppen, die wir jetzt aufstellen müssen. Bis da drüben die Armee rechtzeitig, also bis die ja kommt. Schnell bereitstellen hier. Euch stellen wir nach hier. Und euch nach hier. Und dann nochmal nach da. Und dann haben wir noch die hier alle. Und die hauen wir nochmal als Backup hier mit rein. Ups, sieht dich nicht. Dich aber. Und die Kaff benutzen wir jetzt gleich, um hier die andere Kaff fertig zu machen. Ich gehe definitiv in den Nahkampf hier rein. Das steht fest. Oh je, oh je, oh je. Aber die müssen halt jetzt weg. Und wir geben euch mal normalen Beschuss, bitte. Und jetzt die Reichweite. Schaden ist nicht mehr so wichtig. Tja, jetzt sind halt auch richtig die Artilleristen. Dann geht's auch hier los mit dem Feuer. Oh, ein schöner Charge. Nice. Wieder einfach alle verrecken. So, die Kaff bitte mal mitschicken hier. Müssen uns bereit machen. Nein, er kriegt mich noch. Nein, er kriegt mich nicht mehr. Cool. Cool. Jetzt kommt Support dazu. Dann charge mal hier bitte rein. Und euch schicken wir jetzt hier mit rüber. Der ist nämlich dann auch gleich weg. So, rüber da. Pang! Hat gesessen, ey. Der leidet hart hier. So, rüber hier. Wir müssen jetzt die Briten im Bogenschützen platt machen. Und du gehst mal hier bitte mit drauf. Du gehst hier rüber. Und du gehst dann auch mit hin. Kommt hier mit rüber sofort. Hier konzentrieren wir das Feuer darauf, bitte. Ah, der leidet jetzt hier, der Trupp. Unser. Und rauf da. Oh, ho, 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 in den Rücken rein. Hat gesessen. Oh mein Gott. Jetzt hier rauf, bitte. Der ist gleich down. Oh shit, der ist jetzt hier drin. Natürlich in unserem schwächsten Trupp. Geil. Einmal bitte mit rüber hier. Sieht's da aus? Da geht's jetzt los hier. Aber richtig. Kommt schon, ihr müsst abhauen können.
Raus hier mit euch. Euch brauchen wir jetzt hier drüben. Folgt mal bitte darauf, da kriegt ihr die meisten Kills, ey. Das hier hinten ist doch scheißegal. So. Rauf da. Du kommst hier mit rüber, bitte. Einmal bitte einen Nahkampf rauf, die werden ihn so zerschießen. Oh. Herrlich, ey. Diese Art, guck euch das an. Wusch. Wie da reinballert, ey. Ja, die machen jetzt Kills. Schaut euch mal ein bisschen weiter hinten hier, den Trupp. Ah, nett, gut. Der hat uns hier bekommen. Ihr macht den hier hoffentlich platt. So, die Schwertkämpfer hier müssen bereithalten. Was haben wir da? Speerträger? Wir haben ja noch K4. So, rauf da bitte. Vorwärts. Da wird immer noch fleißig reingeballert, Alter. Könnt ihr zwischen auf die Adligen da hinten schießen. Dann gehen die gleich down. So, die Kraft bitte einmal würzen hier. Wo sind eigentlich die Briten im Bogenschützen hier drüben? Hier noch gerade. Schon tot? Wow. So, hier bitte auch Kopfgeldjagd aktivieren und hier auch. Kommt bitte auch nochmal dazu hier. Ja, der Gem wird jetzt hier ordentlich zerschossen, Alter. Nice. So, rauf da mit dir. Du gehst hier rauf. Ah, los, alle weg hier. Die Briten im Bogenschützen in Reichweite, nice. So, Angriff. Alter, die werden hier so alles niedermetzeln. Sag ich euch. Oh mein Gott. Oh fuck, das war jetzt gerade eigentlich ein astreiner Teamkill. Rauf da. Ja, geil. Also, hat sich gelohnt hier. Stopp, wie viele Kills habt ihr eigentlich gemacht hier? Oh, jeweils auch so 200. Cool. Ja, jetzt müssen wir noch die finalen Einheiten hier alle kriegen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Naja, wo haben wir hier noch Leute? Geht mal darauf, bitte. Ich meine, den Rest hier machen jetzt hier unsere Nahkampfkavalleristen. Ah, stopp! Nicht schießen! Keine. Nix Teamkills, bitte! Nix Teamkills! Aber läuft. Nice. Okay. Hier sind noch ein paar. Naja, machen wir Triple Speed. Das Ding haben wir jetzt sowieso locker. Puh. Jetzt hier drüben noch die Steppensperr. Ah, das ist ein Steinschotterer. Die auch mal schnell weghauen. Ich kann euch sagen, es hat 100 pro was überlebt. 100 pro, aber lieber so viel. Oh mein Gott, das sind ja wirklich noch 53 Mann, die überlebt haben. Von ursprünglich 4200. Die waren zahlenmäßig unterlegen und haben sie platt gemacht. Wobei, wir hatten anfangs den Vorteil, dass wir mobiler waren. Aber trotzdem. Ich fühle mich gerade geil. Wenn ich das so sagen darf. Nice. Und gleich geht's weiter. Auf die nächste Stadt. Freut mich. Das freut mich. Und dann haben wir endlich ganz Chimerien platt gemacht. Ich sehe gerade, ihr feiert den Trailer so richtig hart. Also 81 Aufrufe hat der schon, 15 Kommentare, 25 Likes, ein Dislike. Da meldet sich der Hater zu Wort. Geil. Super, damit wir einfach schnell die Stadt hier haben. Ach ja, gut. Warte. Das machen wir besser. Nee, das schaffst du gar nicht mehr, na gut. Ich bin dir Kommandant, dann kriegen wir ein bisschen mehr Gravitas rein. Weg mit denen.
Und Tanais gehört uns. Nice. Übrigens, die Facecam, die kommt ursprünglich aus dem Syrakus-Projekt mit. Habe ich mir gedacht, kann man das eigentlich mit einbauen? Ich finde, das passt auch hier ganz gut. So, niederreißen bitte. So, Gewaltmarsch. Ich möchte nächste Runde gerne nach Phanagoria. So. Eingefriertes Land. Das sollte passen. Ja, dann werden die hier drüben verrecken, wenn wir halt unsere Armee hier reinstellen erstmal in Zoloka. Tja. Läuft bei uns hier. Okay. Die Rolle des Todes. Da ist jemand aufgestiegen. Hm, das ist gut. Gebe die mal Autorität. Gut. Wir schmeißen hier die Speere erstmal raus. Dann greifen wir nächste Runde mit der Armee an und kümmern uns darum, dann hier Singidunum einzunehmen. Dass wir gleich noch mehr haben an Kohle. Weil jetzt sind wir halt so, also so viele Einheiten haben wir jetzt gerade, dass wir expandieren müssen, um die zu finanzieren. Es ist zwar eine knappe Sache, und dennoch ein Problem. Dennoch ein Problem. Na, ob wir Phanagoria jetzt gleich erreichen können? Kind geboren, Tochter, erwachsen, Sohn wird erwachsen. Wir kriegen immer noch Plus, cool. Trotz Minus, ey. Okay, dann werden wir mit dir die Belagerung starten. Dich zum Support dazu holen. Möglichst weit schon laufen, dass wir nach dem nächsten Zug nach Segestia gehen können, um uns dann dort auch noch Eisen zu holen. Vielleicht nächste Runde oder übernächste, je nachdem. Ja, guckt es euch an hier. Nice. Tja, und schon gehört uns den Gidonum. Niederreißen bitte. Die Armeen sind in der Nähe noch, aber sollten keine Chance haben eigentlich. Wir können die Söldner hier nochmal schnell weghauen. Jetzt können sie mich die nicht auch nicht mehr nehmen. Das ist der Vorteil, den ich jetzt hier habe damit. So, die schicken wir los. Nee, Selbstmordsabotage brauchen wir nicht machen. Eine Armee. Nahrung plus 6, also es wird knapp. Aber der hat keine weitere Armee hier. Könnte also klappen. Nächste Runde wird mal ankommen. Ja, nice. So, das wird eine Industrieprovinz hier. Deswegen werden wir hier auf Manufaktur setzen. Das heißt also Handwerkshaus, Handwerksunterkünfte, vielleicht zweifach und Forschung. Gut. Okay. Schachtmine wäre hier eine Möglichkeit, aber lassen wir mal lieber erstmal. Hier können wir auf festes Stammesfürst, also Führers gehen. Wäre insofern schon erstmal interessant. Du bist jetzt bereit für den Angriff, wie ich sehe. Du wirst allerdings noch nicht uns erreichen, das ist gut. Die Armee hier drüben ist aber auch gefährlich, darf ich nicht vergessen. Wird knackig, aber wir haben jetzt schon Tanais umgebaut, das ist gut. Heißt, die Garnison ist schon da. Diese Armee hier aber ist so wie sie jetzt ist nicht in der Lage zu kämpfen, deswegen werden wir gleich eine Armee aufstellen nächste Runde. Die mit Söldnern vollpumpen. Was haben wir hier für welche? Genug. Genug, um es zu entscheiden. Naja. Greifen wir mal an. Da ich das jetzt heimatlos ist, hat er keine Verstärkungsrate mehr. Und oh. Ist sogar tot. Cool, noch besser. Macht's uns einfacher, wir können mich gleich weitergehen. Okay. Was wollte ich hier bauen eigentlich? Ursprünglich? Ich wollte eigentlich was anderes hier bauen, oder? Na, scheiß drauf. Hauptsache. Hauptsache. Wir kriegen Nahrung. Immer noch nicht. Dir fehlt noch 16. Ist noch ein paar Runden entfernt. Aber gut. Tja, also, was soll ich sagen?
Wir dehnen uns jetzt schnell aus. Können die Runde beenden eigentlich schon. Oh, da ist noch jemand anders aufgestiegen. Die Corny ist scheiße. Erstmal schnell hier im Baden rein. Wie sieht's denn aus mit Sezession? Minus 11. Muss doch nicht sein, Kumpel. Runde beenden. Ja, der Grund, warum ich jetzt gerade nicht mehr bei unseren Familienmitgliedern so achte drauf, ist, weil wir halt wirklich wenig Kohle haben. Mir ist gerade wichtiger, dass wir die Kohle in den Ausbau neuen Städte sitzen. Die Geister sagen uns, dass wir als dass wir, ja, halt, würde ich sagen, dann später Probleme haben mit Nahrungsmitteln und sowas. Von einem Reichtum wie dem Eure kann man Volk träumen. Habt ihr nicht etwas für uns übrig? Du hast doch keinen Grund, danach zu laufen. Aber sie sind groß. Die Odrysen, ey, die haben ein richtig starkes Reich aufgebaut. Das sieht man nicht selten. Nicht oft gerade. Für dich persönlich. Und dadurch, dass sie im Norden halt keine Bedrohung mehr haben. So, das Ding gewinnen wir auch safe. Tja, brauche ich mich gar nicht drum zu kümmern. Na? Gut, so. Wir lassen sie frei. Es gibt ein bisschen mehr Geld. Ja, aber hier. Da ist kein Angriff möglich weiter. Jetzt haben wir ein Problem. Uns fehlt ein Würdenträger. Das war genau der. Jetzt müssen wir schnell ersetzen. Hier mal kulturelle Konvertierung. Und schicken dich gleich los. Also wenn wir jetzt wieder ausrauben müssen. Warte mal, du musst hier durchgehen, da geht's am schnellsten. Von Delminium. So, auf nach Segestia. Tja, jetzt gehört uns der nächste Teil. Perfekt. Erstmal ausrauben. Dann gleich niederreißen. Perfekt, ist tot. So, ich habe das jetzt alles wegen der Kohle gemacht, weil ich diese Stadt überhaupt aufbauen kann. Ja, das macht ja alles von alleine eigentlich. So, Handwerksunterkünfte, Handwerkshus. Okay, den Rest an Kohle sollte ich behalten als Puffer. Falls irgendwas passiert. So, die Skythen sind hier mit einer Mini-Armee auf dem Wege. Wir könnten Tatsache was machen. Sie scheinen ihre Nahrungsmittelprobleme zumindest gezähmt zu haben. Haben wir jetzt hier drüben eine Armee, die als Backup kommen kann? Fällt mir gerade auf, hätte ich schon letzte Runde machen können. Schick mich mal hier rüber und dann wollen wir da weitermachen. Nächste Runde. Also die Bräuki. Die haben noch eine Region. Na, passt doch. Passt doch. Na, passt doch. Dann können wir uns die hier holen. Nächste Runde. Nächste Runde nicht nehmen. Das wird jetzt erstmal nichts. Wir können aber nicht mal Frieden anbieten. Oh, die sind sogar noch stärker. Trag eure Anliegen gut und schnell vor. Sprecht ihr schlecht oder langsam, verfüttere ich eure Zunge vielleicht an die Hunde. Die haben sich ganz schön stark gemacht hier. Muss ich sagen. Perfekt, Kohle ist da. Brauchen jetzt auch nicht weiter anzugreifen. Ja, wir sind jetzt nicht vertrauenswürdig, aber das ist egal. Ich meine, wir können tun lassen, was wir wollen eigentlich. Aber in diesem Sinne möchte ich auch für heute den Part beenden. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare unten rein. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Rome 2 Total War mit den Geten. In der Folge Nummer 14, glaube ich. Ja. Aber wir nähern uns vor dem Ende. Es wird wohl nächste Woche kein Geten-Let's Play mehr geben. Dafür was anderes Tolles. Ich werde eine Abstimmung machen. Also für euch eine Woche. Ihr habt die Abstimmung schon längst erlebt. Aber na gut. In diesem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal. Halt, was? Nein, ich habe was vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Like nicht vergessen. Falls ihr mich unterstützen wollt, Link ist in der Beschreibung. Playlists habe ich. Online Battles, Geten Let's Play. Oh, habe ich ja gerade. Korinth Let's Play. Syrakus Let's Play. Scipion Together Projekt. Also Pergamon und auch Armenien. Dann Assassin's Creed Let's Play. Und vergiss nicht The Game of Rome, was auch wieder am Samstag oder Sonntag sein wird. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.